Bienvenido, bienvenida a cinco minutos de Da Dabe so por un tema en Alemán por cinco minutos. Pöden encontrar un documento con la transcripción de lo dicho y vocabulario bajo con la descripción de este video. Tamien pöden activar los subtitulos en Alemán o español. Ahora empezar. Anstatt über die sehr lange Geschichte des Ursprungs des Internationalen Frauentags zu sprechen, möchte ich diesen dafür nutzen, um über deutsche Frauen zu reden, die ich bewundere und schätze. Sowohl Frauen, die noch leben, als auch welche, die bereits gestorben sind. Fangen wir mit einer deutschen Wissenschaftlerin an, Emmy Noether, die von 1882 bis 1935 gelebt hat. Sie war eine Mathematikerin, die vor allem in den Bereichen der abstrakten Algebra und theoretischen Physik gewirkt hat und die als eine der Begründerinnen der modernen Algebra gilt. Sie war eine der zwei ersten Frauen, die in Deutschland in Mathematik promovieren konnten. Frauen war es damals noch nicht erlaubt, eine Professur anzutreten. Erst in der Weimarer Republik änderten sich die Beschränkungen für Frauen langsam. So war Noether die erste Frau, die in Deutschland in Mathematik habilitieren konnte, und die erste Frau in Deutschland, die eine Professur erhielt. Sie formulierte das Nöter Theorem. Jetzt zu einer deutschen Künstlerin, Käthe Kollwitz. Sie lebte von 1867 bis 1945 und war Grafikerin, Malerin und Bildhauerin. Ihre Werke haben einen sehr individuellen Kunststil, der Elemente von Expressionismus und Realismus vereint. Kollwitz' Werk ist sehr offen politisch und widmet sich dem Leben der Arbeiterklasse und auch dem der Frauen. Zwei berühmte Zyklen ihres Werks sind ein weberaufstand und bauernkrieg leiden und tod sind elemente die sich vielerorts in ihrem werk finden und grundsätzlich sind ihre werke in einem eher düsteren und teils verstörenden stil gehalten als drittes möchte ich über eine sehr tapfere junge deutsche frau sprechen sophie scholl Vielen ist sie sicherlich ein Begriff, dass sie als Widerstandskämpferin weltberühmt geworden ist. Sie war Teil der Widerstandsgruppe Weiße Rose, die Flugblätter mit Aufrufen gegen den Nationalsozialismus verteilten. Sie wurden bei einer Aktion an der Universität in München erwischt und verhaftet. Wenige Tage später wurden sie und zwei weitere Mitglieder zum Tode verurteilt und schließlich per Guillotine hingerichtet. In ihrem Nachlass befinden sich Tagebücher und Briefwechsel. Viele Straßen und Plätze in Deutschland sind nach ihr und ihrem Bruder benannt, sowie Kindergärten und Schulen. Ein Zitat, das sich in ihren Unterlagen häufiger findet, lautet Il faut avoir l'esprit dur et le coeur tendre. Übersetzt, man muss einen harten Geist und ein weiches Herz haben. Nun zu einer deutschen Schriftstellerin, Nellie Sachs. Auch sie ist eine recht berühmte Persönlichkeit, auch weil sie 1966 den Nobelpreis für Literatur erhielt. Sie ist eine der bedeutendsten jüdischen Schriftsteller, die das Leid während und nach dem Zweiten Weltkrieg dokumentierten. Sie schrieb vor allem Lyrik, aber auch Prosa. Sie schaffte es, in einem der letzten Flugzeuge noch gerade rechtzeitig nach Schweden zu flüchten und so einem schlimmeren Schicksal zu entkommen. Sie verlor aber dennoch enge Personen, die in Konzentrationslagern umgekommen sind. Ihre Gedichte beschreiben den Verlust von Identität, Sicherheit und Halt. Sie sind klagend und anklagend und von Schmerz aber auch kleinen Hoffnungsmomenten erfüllt. Als letztes eine weitere Schriftstellerin, die heute noch lebt, Hertha Müller. Auch sie erhielt 2009 den Nobelpreis. Geboren und aufgewachsen ist sie in Rumänien als Teil der deutschen Minderheit im Land. Später zog sie dann in die Bundesrepublik. In ihren Werken thematisiert sie vor allem das Leben unter der kommunistischen Diktatur in Rumänien und die Verfolgung durch den rumänischen Geheimdienst der Kuritate. Ihr wohl bekanntestes Werk ist der Roman Atemschaukel, welches das Schicksal eines jungen Mannes erzählt, der in das Arbeitslager Nowogorlovka deportiert wird. So gab sie den unter Stalin verfolgten Rumäniendeutschen eine Stimme. Das ist alles für heute. Ich empfehle sehr die Werke der hier vorgestellten Frauen anzuschauen und sie auch als Chance zum Deutschlernen zu sehen. Bis zum nächsten Mal.